Ich grüße euch, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Koop-Episode hier im PTU der 3.6. So, wir sind hier auf Grimhex hier neben mir. Das ist übrigens das eiskalte Händchen. Man sieht ihn nicht, aber er ist es, glaubt mir. Händchen, ich grüße euch. So, jetzt wisst ihr Bescheid. So, ja, hier, wir sind auf Grimhex, ne? Und das Problem ist nämlich, ich habe mir einen Crimestat geholt, denn ich habe eine Mission gemacht, die ich nicht machen durfte, und dann habe ich 2 Crimestat gekriegt. So, und dann hat mir ein Vögelchen gezwitschert, ja, dass ich hier eine Karte kriege, und mit der kann man nämlich solche Sachen hacken. Ne, Händchen? So, die holen wir uns jetzt mal. So. Jawohl. Und die liegen nämlich bei Ruto in der Auslage. Da gibt es verschiedene Preise. Da gibt es welche für, glaube ich, für 3.000, für 8.000. Kommst rein, oder? Hallo. Ich bin doch da. So, da gibt es welche für 3.000, für 8.000, für 8.000 noch was, schieß mich tot, irgendwie so. Auf jeden Fall verschiedene Preise. Und, Chat weg. Und die sind alle unterschiedlich. Also, warum fährt denn hier nicht, Mensch? So. Und die sind alle unterschiedlich, wie man dann den Crimestat wegkriegt. Man muss dann zu Security Post Career fliegen, muss sie da irgendwo einführen, die Karte, ja. Und je nachdem, was man für eine hat, dauert das dementsprechend lange. Oder es gibt auch welche, da muss man dann in einem ganz bestimmten Radius irgendwie da dran stehen. So, hier hinten ist der, glaube ich. Der Rödo. Und genau, und das machen wir jetzt. Und wir holen uns einfach mal so einen ganzen Sack voll. Wir kaufen dann die ganze Bude leer jetzt. So, ja, hier sind die drin. Zack. So, ich kaufe mal eigentlich einfach von jedem mal eine. So, das ist so. Nehme ich mal das neue ganz Handy. Ganz teure, glaube ich, hier. Zack. So, dann nehmen wir noch mal hier eine. Das ist eine ganz billige. Valesco. So. Aber noch hier. Das ist das 6250, so ein Mittelding. Ja, komm, soll reichen, ne? Lass mal den anderen auch noch was da, Händchen, oder? Ich weiß nicht. Ja, ist auf jeden Fall nicht so wie mit den Mad Pens, dass die dann irgendwie ausverkauft sind. Wäre natürlich krass, wenn das so wie mit den Schildkröten wäre. Auf A-Corp, dass wenn man die jetzt so wegnimmt, dass die dann weg sind. Ne? Aber vielleicht gibt es ja auch so Gegenmissionen, wo man die dann wieder hier hin tun muss. Ach, keine Ahnung. Komm, wir düsen los. So, wir nehmen allerdings jetzt jeder ein Schiff, denn momentan gibt es einen kleinen Fehler, und der bedeutet, wenn man zusammen wahrscheinlich in einer Party ist und zusammen in einem Schiff ist, kann man keinen Quantumsprung machen. Dann sagt er immer obstructed, glaube ich, ne, oder? Obstructed. Und das liegt daran. Ihr müsst halt einfach einzeln fliegen oder nicht in einer Party sein, ne? Das ist aber gerade, das ist wohl ein altbekannter, die alten Hasen unter uns, die kennen das, ja, damals aus der 1.2, nein, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, wann das aufgetaucht ist. So, Masse. Hast du gedrückt? Ist immer so geil, ne? Wenn der eine da so steht und der drückt ja nicht so wirklich, der glotzt da immer nur so drauf, ne? Das ist so mit Telepathie den Knopf drücken. So, was nehmen wir denn für ein Schiff? So, was nehmen wir denn mal? Wir haben so viel Auswahl hier. Ich glaube, ich nehme... Ach komm, ich nehme mal die Arrow. Ja, man weiß ja nie, was passiert da. Und mit der Arrow, da kann man sich wenigstens ein bisschen verteidigen. Ja, was nimmst du, Händchen? Cutlass. Cutlass, auch eine sehr gute Wahl. Alt, bewährt. So, A01. A05, ich gehe hier lang. So, ich hoffe mal, diese Automaten-Apparillos hier gehen irgendwann mal. Das wäre echt cool. Ja, und dieser komische Helmtrage-Dingsbums muss ja auch noch ins Spiel kommen eigentlich, ne? Ja. So, da bin ich. So, wir nehmen einfach die Abkürzung hier. Mal hoffen, dass wir uns nicht die Beine brechen. So. So, und ich habe ja gerade gesagt, ich habe einen Crimestat, den habe ich mir allerdings im UEE-Gebiet
geholt. Wir haben euch ja in der letzten Folge erklärt, wie das alles mit den Gesetzen, was sich das auf sich hat und dass das in jedem Gebiet anders geahndet wird. Und hier in dem Grimhex-Gebiet, nenne ich es mal, habe ich halt kein Crime-Stat. Deswegen ist der da auch nicht angezeigt. Aber sobald wir jetzt hier rausfliegen und wieder in UEE-Gebiet kommen, da habe ich nämlich ein Crime-Stat, wird der wieder angezeigt. Ja, richtig cool. So, übrigens seht ihr auch gleich, dass Grimhex jetzt auch Abwehrkanonen bekommen hat. Und das sind gar nicht so wenig. So, wir fliegen jetzt nach Korea, ne? Ja, so, ich drehe mich mal kurz um. Okay. So, und da sind sie alle, ne? Hier richtig viele. Also wenn man hier sich in dem Gebiet einen Crimestat holt, dann ballert die Station einen aber wirklich über den Jordan. So, deswegen, wir müssen jetzt hier weg. Boah! Das war, glaube ich, eine Vanguard Warden, wenn ich es richtig gesehen habe. Die stand im Schatten des Asteroiden, das habe ich nicht gesehen. Warum wackelt denn mein Schiff so? Ist das von außen auch? Gut, egal. Ist ja so ein Wackelkandidat. Dann werden wir uns erstmal hier die Route setzen. Wir müssen jetzt nach Celine. Zum Security Outpost Career. So. Zack. Route gesetzt. Und los geht's. Wackelt aber. Ich hoffe, die wackelt sich auch noch immer noch mal ein hier. Ist echt schlimm. Ja. Wie so ein, keine Ahnung. So, und sobald wir jetzt hier wegspringen, kriegen wir unseren Crimestat zurück. Ja, man muss jetzt wirklich aufpassen, für wen man Aufträge annimmt. Denn es ist nicht nur so, dass man Strafen bezahlt, sondern... Da hinten jammt auf jeden Fall einer rum, dann dürfen wir jetzt nicht reinkommen, sonst jammt er uns mit. Hat er mich, glaube ich, schon. Echt? Oder? Ich weiß nicht, mein Ziel ist auf einmal weg. Ja, das ist manchmal so. Da musst du nochmal so ein bisschen rumdödeln mit dem Joystick und nochmal hoch und runter. Und... Ja. Boah. Ich dachte schon, ja. Das ist echt. Ja, das ist so hart, ey. Ja, irgendwann klappt's. Aber dieses Blaue, was ihr jetzt da seht, ja, diese vier Blauen da, oder fünf sind es ja mittlerweile, bei dem Roten, das sind das UEE-Militär, das ist jetzt neu dazugekommen, die ziehen einen jetzt ab und zu aus dem Quantum Drive raus, ja. Die haben da gerade so einen armen Tropf am Werk, so, und zack, ja, habe ich mein Crimestat wieder, denn wir sind jetzt wieder im UEE-Gebiet, das sehen wir auch an den Satelliten, der war mir nicht vorher nicht da. So, und jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt würde uns wahrscheinlich dieses Militär auch angreifen. Deswegen müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Deswegen habe ich ja das Händchen dabei. Ne? Das wird dann einfach gnadenlos für mich in die Kugeln springen. Stimmt's? Genau. So, ich opfer mich. So, jetzt kann ich hier links nicht anspringen. Hier. Wo ist denn jetzt hier? Was, wo ist denn? Ich hab's, irgendwie habe ich es auch nicht am Schirm. Warte mal. Oh, und rausgeschmissen. Ja, 30.000 da. Oh Mann, ich habe noch gar kein Quantum Drive gemacht. Ach so. Wieso? Sidko, du hast mich jetzt mitgezogen. Ich habe gar nichts gemacht. Ja, gut, ne? Ich hab ihn nur angeguckt. Denk schon wieder, was klappt denn jetzt hier nicht? Was macht das Schiffchen wieder? So, Celine. So, da ist ja schon mal was. Next Stop. Security Post Korea. Zumindest glaube ich das. Ja, hier ist es. Oder ist das? Hä? Nee. Ach, das bist du. Warum bist du in Rot? Achso, du wirst rot angezeigt, weil ich einen Crimestat habe und du nicht. Ich sitze in deinem Klappen. Betty, Betty. Wer war das denn? Aua. So, bist du schon hingesprungen? Jep, gerade unterwegs. Contact. Oh, dieser Quantum Drive, ne? Der macht mich fertig.
So, so wieder ins Mobiglas gehen. So wieder hier anstellen. So, zack, nerd. So, wir das nochmal. Mann. Kann natürlich auch sein, dass das Schiff kaputt ist. Aber nee, kann ich sein. Ist ja frisch vom Werk. So, das ist gut. Das hat geklappt. Sollen wir uns nur nicht erwischen lassen von der UII? Sonst, wenn die uns rausziehen, dann haben wir ein Problem. Ja, aber ich hoffe mal, die sind nicht hier beim Security Post Career. Da vorne ist ein Grüner. Das ist wahrscheinlich einer, der hat auch einen Crime Stat. Eine Cutlass Black. Okay, den scannen wir mal. Cutlass Black. Ach Mensch, ist der Pharao. Was hat der denn hier? Die alte Gurke. Er hat aber gar keinen Crime Stat. Warum ist denn der grün? Guck mal, wir versuchen den mal anzurufen. Warte mal. Da wissen wir hier was. Wo waren das jetzt? Hier, ne? Der muss hier irgendwo. Wieso fliegt der denn jetzt rückwärts hier? Irgendwo muss der hier auch. Ah, da ist er, guck mal. Wie kann ich ihn anrufen? Hier, ne? Oh. Hier, hat er beendet. Warum? Der Gauner. Nochmal. Hallo, Pharao. Bitte nicht schießen. Hier kommen Freunde. Bist du sicher, dass das Freunde sind? Ah, er guckt so. Ich glaube, der meint es nicht gut mit uns. Ja, komm, wir fliegen mal hin. Wir werden uns schon bemerkbar machen. Was scannt er hier alles? Ah, ansonsten ist hier auf jeden Fall keiner. Komm, wir geben ihm mal einen Warnschuss. Nein, lieber nicht. Alter! Ah! Dieses ist ein... Sidguan Pharao, hören Sie mich. Nicht schießen, wir sind freundlich. Das ist ein großes Missverständnis. Hallo? Da Sie ist er. Sidguan, seid ihr das etwa oder was? Ja, na klar. Ach, hi. Was hast du gedacht? Hast du wieder hier Security Post Career verteidigt oder was? Bist ja wahrscheinlich schon seit 8 Stunden am Rumfliegen, wa? Ja, natürlich. Ich warte doch hier auf die bösen Jungs. Wir sind's nicht. Ja, das war ein aus Versehen. Ich habe aus Versehen ein Schiff der UII kaputt geschossen. Habe ich gar nicht gewusst. Aha, aha, aha. Wer ist denn der andere? Ist er ein Kollege von euch oder was? Das ist das Händchen. Händchen, ach, das ist auch ich rot. Grüße dich. Hi. Aber es kann doch wohl nicht sein, ehrlich. Machst du jetzt den Hausmeister hier, oder? Ja, ich mache den Ausputzer. Aber wieso bist du bist auch rot? Händchen? Ich hab. Nee, aber du bist. Oh, Alter! Boah, dieses. Ich hab Sidko sein Schiff. Dieser Hover-Mode, ne? Der macht mich und fertig. Sidko hat einen Crime-Stat. Und so. Deswegen bist du auch rot? Also, das ist ja komisch. Nee, Händchen ist für mich. Doch, Händchen ist für mich rot, stimmt. Jetzt auch rot oder was? Du bist grün. Ich bin grün. Aber für dadurch, euch, dass okay. Wir rot sind, müsstest du eigentlich. Auch rot sein für euch. Grün sein. Nee. Nee, stimmt, ich weil du grün bist, müsstest du eigentlich rot sein für die guten Jungs. Ach, keine Ahnung. Aha, also ich hab nämlich Kyle Crimestead, deswegen darf ich auch hier bleiben. Und du auch nicht, Händchen, oder? Ja, werde ich sehen, wenn ich jetzt mit dem Schiff. Das musst du doch oben schon sehen, oben rechts. Nee, Crimestead habe ich nicht. So, oh, hier, toll, wir haben diesen schönen Bug, wo vorne die Sachen drin stehen. Das ist aber schön. Gleich mal ein Foto machen hier. Zack, und Report schreiben. So, das will ich aber weghaben. So. Ne, wenn ihr das mal habt, Freunde, dann geht ihr in die Sternenkarte rein, wählt euch hier was aus, ja, meinetwegen hier Celine, Doppelklick drauf, dann geht ihr noch auf so ein Ding hier, so, ja, und dann ist das weg. So einfach, ausradiert. So. Entschuldige mal, Sidko, bist du jetzt ausgestiegen? Ja, soll ich nicht?
Doch, ja, ist alles klar, weil dein Schiff jetzt grün ist für mich. Ja, weil ich wahrscheinlich jetzt nicht mehr drin sitze. Weil du weg bist, ja. Mein Schiff hat ja kein Crime Stat. Es ist sonst ein böses Schiff. Ist ja Wahnsinn. So, ich werde mir hier meine Handknifte nehmen. Aber du hast aber auch deine Schilder ausgestellt, richtig? Ja, habe ich gemacht. Rufst du gerade wieder an? Nee, ich rufe nicht an. Da ruft aber wer an. Hier oben ist wer drin. Ich telefoniere nicht. So, ich hoffe, hier ist jetzt aber wieder rot. Das ist ja ein Ding. So, ich werde das jetzt mal versuchen, hier mich frei zu hacken. Muss ja irgendwie mit der Karte gehen, ne? Oh nein, nein. Hier, der stürzt hier immer ab, ne? Der stürzt immer an der gleichen Stelle ab. So, jetzt klappt das. Echt jetzt? Keine Ahnung. Okay. Ich sag das jetzt. Ja, wenn du das sagst, dann wird das auch funktionieren. Das hacke ich jetzt da fertig und dann ist gut. Vielleicht muss man die auch hier reinschieben. Ehrlich gesagt gar nicht. Die rein müssen. Ich nehme die mal in der Hand. Warte mal. Irgendwo. Ich glaube, er hat jetzt nicht die Waffe weggeschmissen. Musst du die equippen oder equippen? Oder was ja, musst du ja, machen? Ja, die musst du equippen. Okay, in die Utility. Vorne beim Misk, da, ne? Genau. Da sind die. Oh nein, die sind ja weg. Ich habe keine mehr. Warum? Hä? Warum sind die weg? Hä? Nee, hier sind sie doch. Ach, da sind sie doch. Mensch. Oh. Jetzt hast du aber Schreck gehabt, ja, oder? Ja, aber ich habe richtig Schieß in der Hose gehabt. So, warte mal, ich nehme mal so einen Ripper. Ich glaube, der war ziemlich gut. Ja, der ist schnell. So. Trotzdem habe ich ihn jetzt nicht in der Hand. Warum? Wie kann man den mit 4, ne? Mit 6 meine ich, wäre das, 6? Oder? Ah, ja, ich glaube ja. Ja, jetzt habe ich ihn in der Hand. So, kann ich das jetzt hier machen? Warte mal. Ne, hier geht das nicht. Muss schon wahrscheinlich da oben sein. Aber immer wenn ich die Treppe hier hochgehe, sterbe ich. Ja. Ich komme ja hier durch. Der hat schon roten Flügel, der Kerl hier. Oh nein! Nee, keine Chance. Eins von den Triebwerken ist auch schon tot. Oh! Oder gleich tot. Jetzt bin ich doch wieder hier. Hä? Obwohl ich noch nicht mal recovered habe. Ja, das ist mir auch schon ein paar Mal passiert. Dann habe ich mich wieder eingeloggt. Jetzt bin ich dann, drauf. Was? Jetzt bin ich drauf auf der Plattform. Ja, dann mach mal weiter. Sieh mal zu. Aber wo stecke ich das jetzt rein hier? Oh, jetzt stürzt er wieder ab. Ich dreh durch. Oh, ich bin wieder da. Ich bin wieder bei den Monitoren. Ich versuche das jetzt nochmal. Und wieder rausgeschmissen. Ich habe mich einmal nur um die Ecke, einmal um die eigene Achse gedreht. So, Freunde, wir haben einen ewigen Ritt hinter uns, ein ewiges Hin und Her. Das ganze Kartengedöns geht im Moment nicht. Ja, sobald man diese Plattform betritt, da auf Security Post Career, ist man aus dem Spiel geschmissen. Ja, das müssen wir ein andermal nochmal probieren. Der Pharao hatte noch eine super Idee. Und zwar hat er gesagt, wir versuchen das mal, dass wir einfach jetzt ein paar Aufträge für die UEE machen. Und somit sich mein Crime Stat vielleicht so ein bisschen in Luft auflöst. Das versuchen wir jetzt mal. Ja, nehmen wir uns mal ein Schiff. So, nehmen wir mal. Ich nehme mal die Super Hornet. Die hat, glaube ich, ganz gut Dampf, wenn er sie mir dann gibt. Los, mach. Ja, das Händchen hat sich schon für uns geopfert. Der ist direkt zwischen mir und eine Kugel geflogen und ist leider schon weg. Nein, der ist jetzt Bobo machen gegangen. Ist ja auch schon spät, ne? Hier im Moment im PTU kann man einfach 8 Stunden aufnehmen und hat trotzdem keine Folge. Naja, aber so ist das. Ne? Dafür ist es PTU. Und das ist halt Star Citizen im Moment.
Man soll ja, man ist ja auch richtig. Man soll ja auch gucken, was nicht funktioniert. So, A05. Da hinten fliegt schon unser Ziel. Ja, das ist auf jeden Fall ein Bounty für die UEE. Und den werden wir uns jetzt mal hier vorknüpfen. So, wenn das nicht klappt, dann kriege ich meinen Crimestat nie wieder los. Außer CRG macht einen Vibe. Ja. So, da will man mal sowas und dann kommt nichts. Ja, dann hängt man da auf seinem Crimestat. Das ist echt. So. Ja, was man will, das kriegt man halt manchmal nicht. Meine Hornet, ach so, die sieht irgendwie komisch aus. Ich glaube, das ist noch. Ich glaube, ich habe da irgendwann mal auf die Dinger geschossen. Die Heartseeker, das ist bestimmt noch die Heartseeker. Ah, die geht trotzdem. Ich nehme die jetzt. Aber ich komme auf deinen Server leider nicht drauf, Sitko, weil der ist voll. Ich unterstütze dich einfach mal verbal ein bisschen. Na gut. So, ja, Freunde, das ist wirklich PTU. Ich weiß, einige von euch kennen das nicht, aber das ist wirklich. Also, alles andere als Spielspaß. Ja, man kann froh sein, wenn man die neuen Sachen entdeckt, bevor man irgendwie durch irgendwas stirbt. Ja, aber du musst dir darüber klar sein, Sitko. Wir haben ja tatsächlich zwei unterschiedliche Systeme. Wir haben die Live-Version, die ja wirklich gut funktioniert. Mhm. Ja. Und wir haben den PTU, um auszutesten, was läuft falsch, um die nächste Live-Version für den Patch 3.6 eben zu etablieren. Mhm. Ja? Also wenn du keine Nerven hast oder wenn du keine Lust hast, im PTU zu spielen, um zu gucken, was läuft falsch, welche möglichen Fehler findest du oder nicht. Dann muss ich es ja nicht. Ja, dann kannst du, genau, dann kannst, ja, musst du nicht, dann bleibst du halt in der Live-Version und spielst halt ein bisschen in der Live-Version und wartest darauf, dass die anderen sich darum kümmern, dass das PTU dann irgendwann live kommt, ohne diese großen. Ja, ich hab ja auch gar nichts gegen so ein paar Fehler, aber wenn wirklich gar nichts funktioniert, weißt du, der Quantum Drive funktioniert nicht, du kannst nicht zur zweiten Schiff fliegen, es funktioniert einfach nichts. Ja, dann fängt es irgendwann an, so ein bisschen so an den Nerven zu zerren. Wenn so ab und zu mal Sachen, da habe ich überhaupt kein Problem mit. Da ist ja alles gut. Ich gehe mal ein bisschen auf Konträr. Ja, los. Ja. Warum hat CIG das PTU jetzt freigegeben für die zweite Wave? Warum? Weil bei den Evocatis schon alles soweit ganz okay war. Würde ich sagen. Kann ich nicht unterschreiben. Oder, kann ich nicht, weil sie gedacht haben, so, ich glaube, wir müssen langsam mal, sonst werden die Subscriber ungeduldig. Nee, die haben nicht geglaubt, dass sie das müssen, sondern die Fragen, die kamen halt auf, wann kommt es endlich? Du hast ja überall gehört, oh Mann, jetzt könnten sie mal langsam, das dauert ja normalerweise ein, zwei Wochen, Evocati, und dann ist die erste Wave dran, ja? Ja. Also die hatten eigentlich gar keine andere Möglichkeit im Moment. Ja? Die hätten zwar sagen können, das ist alles scheiße, ihr habt keinen Spaß dran oder nicht oder wie auch immer, wir machen das noch nicht, aber das haben sie nicht. Oh, jetzt werde ich von der UI angegriffen übrigens gerade. Ja. Weil ich Crimestat habe. Hier, da hinten sind sie. Oh, weg. Ich will euch doch helfen, Jungs. Lasst mich in Ruhe. Das ist alles nur ein Missverständnis. Ich muss hier weg. Ja, aber nochmal. Ja, also die waren sozusagen in der Pflicht, jetzt mal was zu bringen, was in Anführungszeichen einigermaßen spielbar ist. Ja. Ja? Mhm. Wenn du halt nicht solche Eskapaden oder wie nennt sich nicht Eskapaden, sondern Kapriolen machst, wie wir das hier versuchen. Ja. Denn wir machen ja nur wirklich schon wirklich ausgesuchte Sachen, die nicht unbedingt ja announced sind, ja, wie zum Beispiel diesen geheimnisvollen Ort aufzusuchen, was wir ja noch machen wollen. Oder aber ja, jetzt zum Beispiel hier Crimestats wegmachen. Mhm. Ja. Da gibt es noch gar keine offizielle Verkündigung für, wie das funktioniert und was man da genau machen muss. Oder. Ja, also, nervt trotzdem. Ja. Ja.
Ja, ich weiß ja, was du meinst. Ich bin ja auch komplett auf deiner Seite eigentlich. Ja, ja, ich versuche das ja nur mal zu erläutern. Nur, dass diejenigen, die jetzt hier zuhören, nicht gleich den Eindruck kriegen, oh Mann, das ist ja alles scheiße. Hier läuft ja alles, das ist nicht so. Doch. Das ist nicht so. Nein, ist ja auch nicht so. Aber ja. Ich meine, man muss ja auch dazu sagen, ja, man sieht mein Schiff, das sieht scheiße aus, mein Schiff. Die Horn ist ohne diese Dinger. Ja, da bist du aber selber schuld, ja, ne? Weiß. Da kannst du ja eigentlich nichts für. Das sei ja auch. Ne, das ja. Ist ja auch, ne? Ja. Also ich meine, ich bin ja auch schon lange genug dabei, als dass ich hier schon eine ganze Menge mitbekommen habe, ja. Das ist leider Gottes einer der Patches, die nicht den besten Eindruck machen im Moment. Die anderen vorher, die waren wirklich, die waren zwar auch groß, ja, hatten dafür auch viel Content, aber wir, das war nicht so extrem, oder es kam uns zumindest nicht so extrem vor, wie das im jetzigen der Fall ist. Ja, aber manchmal hat man so das Gefühl, dass irgendeine Macht im Universum dich ärgern will. Mit allem, was geht. So, zum Beispiel, ja. Ich versuche jetzt gerade Bounties zu machen, ja. Ich bin immer fast da, sind sie weg. Ja, das ist halt so. Oh. So, ich mache das jetzt noch ein drittes Mal, ja. Bounty. Ich will ja nur mein Crime-Set loswerden. Mehr will ich ja gar nicht. Aber es ist schon seltsam, dass du als Krimineller eine Bounty annehmen kannst. Ja, jetzt, das ist schon seltsam. Jetzt kann ich das auch nicht mehr. Doch, hier, ECN-Alert. Aber das ist ja wieder was anderes, ne? Ja, aber ECN-Alert ist auch gut, weil da hilfst du privaten Leuten. Also das kannst du ruhig auch machen, weil also das Reputationssystem, das haben die ja hier so überhaupt noch gar nicht erwähnt. Das gibt's aber schon. Ja. Ja? So, pass auf, ich sag dir jetzt, wie es läuft. Oder ist das dann doch noch? Nee, das ist Security Bus gehört. Ich sag dir jetzt, wie es läuft. Ich spring da jetzt hin und dann ist weg. Ja, das ist die self-fulfilling prophecy, was du jetzt hier gerade machst. So, dann fliegen wir halt wieder zurück. Dann kommt einer und schreit, Hilfe, Hilfe mir. Und dann hilfst du dem. Und dann kriegst du vielleicht ein paar USCs. Aber wie gesagt, nebenbei hast du auch eine Reputation. Ja. Ja. Guck doch mal, was steht bei dir, wenn du das Mobi-Glas aufmachst. Was steht bei dir unter dem Crime-Stat? Gibt es da eine bestimmte Abstufung 2. Schon oder so? Ja. Ja, 2 schon, aber wenn du im Mobi-Glas guckst, wenn du ins Mobi-Glas gehst, ja, da steht doch da auf steht der 2. Oh, auch nur eine 2. Jetzt werde ich wieder gejammt. Früher stand da immer Retaliate. Was stand da immer? Ich komme jetzt nicht drauf. Auf jeden Fall gab es da einen bestimmten Namen, der da stand. Wo denn genau? Im Mobi-Glas. Ja, ja, da bin ich. Und dann? Auf der linken Seite, unter deinem Namen, glaube ich, steht das. Da steht Crimestat 2. Ah ja, okay, dann haben sie das geändert. Ja. Weil da stand früher immer irgendwas anderes. Da stand nicht der Crimestat in Namen, in Zahlen, sondern okay. Da stand irgendwas, irgendeine Bezeichnung. Ja. Ja. Aber nichtsdestotrotz, was eigentlich Hintergrund jetzt meines ganzen Geredes sein soll. Es könnte dann tatsächlich sein, obwohl sie es noch nicht gesagt haben, dass du jetzt eine Reputation hast, die du, auch, wenn du gute Sachen machst, wieder verbessern kannst. Na gut, dann finden wir das doch mal raus. So, sozusagen, du rehabilitierst dich. So, wenn ich dann irgendwann wieder aus dem Jam-Bereich raus bin. Funk den doch einfach an und sag, hallo, hallo, ich will doch nur helfen. Genau. Ich glaube, der lässt sich nicht drauf ein. Ja. Vor allen Dingen musst du Englisch sprechen, sonst versteht er dich nicht. Ja, da hört es schon auf. Da bin ich ja gleich tot. So, wo ist denn jetzt hier? Guck mal, mein Auftrag ist schon wieder weg, glaube ich. Ja, schon wieder weg. Siehst du? Oh. Ja, du bist ja auch gejammt worden. Du hast so viel Zeit gebraucht, ja. Junge. So, noch ein. Zack. Oh, ich hab's geschafft.
So, den helfen wir jetzt. Und dann mal gucken. Ach, Sitko. Was? Hast du die Mission etwa noch? Ja. Nach gefühlten 20 Versuchen. So, aber das heißt ja noch lange nicht, dass die Mission hier auch funktioniert. Ne? Hier ist jetzt zwar ein Typ. Aber? Jetzt muss das aber erstmal hier weitergehen. Der sagt dir jetzt ganz schnell, du bist ein, du ja, bist dich will ein ich nicht. Gesuchter, genau, geh schnell weg, lass mich bloß in Ruhe. Der ruft gleich sofort die Polizei. So, hier ist auf jeden Fall jetzt eine Constellation Andromeda und die mache ich jetzt fertig. Zeig ich dir. Sieh zu. So, gesehen. Und sobald sich der Kerl bedankt, ist das genauso, als wenn der nette Herr auf Port und die Saar sagt, Landing complete. Hat der denn schon rumgeschrien oder was? Hast du den schon gehört? Ja. Okay. So geil. Er sagt, Constellation Andromeda, es ist aber eine Buccaneer. Ja, wahrscheinlich hat die dich nur getarnt. Ja, ja. Aber vielleicht sind es dann mehrere Schiffe. Du bist jetzt auf den falschen eingeschossen. Oder das ist ein geklautes Schiff und die hat einfach eine Plakette von der. Ja, genau. Die hat die IFN-Kennung von der Constellation. So, jetzt kommt eine Cutlass Black. Eine grüne oder eine rote? Meinst du, die grüne bist du, ja? Nee, die rote. Nee, ich bin's nicht. Ich komm hier gar nicht drauf auf deinen Server. Aber die hat natürlich gegen eine Super Hornet mal so null Chance. We're going as fast as we can, but we need more time. Ja, wenig. So, er braucht jetzt noch mehr Zeit. Die reparieren wahrscheinlich gerade ihr Schiff, ne? Kann das sein? Das mag möglich sein, dass sie irgendwie gestrandet sind und. Oder die sind überfallen worden, sind angeschossen worden. Manövrierunfähig geschossen worden. Ja. Und du sollst jetzt so lange beschützen, dass die wieder wegspringen können. Wahrscheinlich, ja. Oh. Er sagt was? Irgendwas hat er erzählt. Aha. Oh ja, da sind wieder welche. Eine Cutlass Black. Ja, die Ninetales, die wollen es wissen, ne? Ja, die haben die wahrscheinlich auch da aus dem Quantum geholt und wollen die jetzt überfallen. Und du bist jetzt der gute Böse, der den zur Flucht verhilft. Und dann schreiben die einen Brief an die UI und sagen, hört mal, der Sitko, der hat zwar ein Crime-Set, aber nimm den mal weg. Aber der ist lieb. Der ist gar nicht so böse, wie der aussieht. Der ist ganz lieb. So, jetzt habe ich das auf jeden Fall gemacht. So. Ist auch beendet. Mein Geld bekommen. Crime-Set ist aber immer noch da. Ja gut, ich meine, das, was ich dafür getan habe, war ja auch echt ganz mies, ne? Was heißt denn das? Du hast da auf minder bemittelte Flugzeuge geschossen. Nee, ich habe ein UEE-Schiff zerlegt. Ja, okay. Und das, ja, ist das ist natürlich schon, ne? Ja. Du hast es ja sozusagen provoziert. Genau. Da muss wohl noch mehr kommen. So, warte mal. Ich versuch mal. Hier haben wir noch sowas. Aber mehr gibt's hier nicht. Gibt hier Combat Assist-Geschichten mit Service Beacon. Ja, das sind ja die Dings. Das sind die. Oder vielleicht kannst du ja mal versuch mal so einen anzunehmen. Möglicherweise hilft das ja auch was, weil Combat Assist sind irgendwelche NPCs. Ja, zumindest wird das schon mal angezeigt. Das ist schon mal gut. Ja, also das heißt, du bekommst die Möglichkeit, wieder gut zu werden. Ja, mal gucken, ob es funktioniert. Wenn du das möchtest. Aber das Gute ist, die Combat Assist-Dinger scheinen zumindest jetzt zu funktionieren. Die sind ja. Richtig. Die sind ja. Die, werden, die sind ja in der 3.5.1 sind die ja gar nicht aufgepoppt. Doch, die sind zwar aufgepoppt, aber die wurden dann sofort gecancelt. Ach, echt? Okay, bei mir sind sie nie aufgepoppt.
Ja, also die gingen immer auf und dann accepted, ja, Contact accepted, Combat Assistant da und da und danach war disabled oder disbanded. Okay. Aber direkt hintereinander, ohne dass du überhaupt irgendwas machen konntest. Aber mittlerweile kannst du tatsächlich schon zumindest mal dahin fliegen. Ja, das ist schon mal gut. Ich denke, fürs nächste Mal sollten wir uns was Einfaches vornehmen. Ja, genau. Einfach mal von A nach B fliegen. Genau, einfach nur mal fliegen. Also wir wissen ja, dass der Hover-Mode funktioniert. Ja? Ja. Wenn wir den einfach nur zeigen, dann, oder wenn du den einfach nur zeigst, dann sollte eigentlich nicht so viel schief laufen können. Eigentlich nicht, ne? Ja. Deswegen mal klein anfangen. Da gibt's ja diesen Spruch, ne? Man kauft sich ja nicht erst die Knöpfe und dann den Anzug. Lege, ne? Aber das funktioniert dann anscheinend, ja? Du kannst da den Leuten helfen, richtig? Ja. Ja. Okay. Das geht auf jeden Fall. Aber die Super Hornet, die ist natürlich auch echt. Das ist ein Tier. Das ist ein Tier. Was haben wir hier? Das ist eine Freelancer, oder? Ja. Oh, ja, da hast du aber... Ja, die Namen, die matchen überhaupt nicht zu den Schiffen. Was heißt das denn? Da steht eine Freelancer dran, ist aber eine... Nee, ist aber hier Backen, steht eine oder? Freelancer Miss, und es ist aber eine Gladius. Okay. Ja, das ist... Ja, da siehst du, das ist, ja, aber sowas stört mich zum Beispiel nicht. Weißt ist das alles, ist? Nicht, alles nicht richtig, ne? Ja, das stört dich insofern nicht, als dass du da immer mit klarkommst, ne? Nur wenn dann irgendwann da steht, Backe, nee, du fliegst da hin und du hast eine Hammerhead vor dir, dann ist das schon... Ja, genau, das wäre blöd. Schon ein bisschen schlechter. Ja, nochmal den erledigen, ja. Die Gladius, die hält aber ganz schön was aus, so. Oh. Ist ja auch ein schöner Fighter, ne? So, was haben wir noch? Eine Cutlass? Oh, noch fertig. Alle fertig. Siehst du, sobald du schon so ein paar Schiffe zerschießt, geht's dir gleich besser. Ja, ne? Mann! Quantum out, now, go! Was? Jetzt denkt er, ich bin sein Feind, wa? Wieso, was? Ah, ne, er hat nicht mit mir geredet, er hat mit seinem Co-Pilot geredet. Er hat gesagt, er soll abhauen. So, aha. Contract complete. Crime stat bei 2. Naja, du bist ja nicht davon ausgegangen, dass wenn du ein UAE-Schiff abschießt, dass du nur noch ein feindliches Schiff abschießen musst, damit alles wieder gut ist, oder? Doch. Ja, ja. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich lege jetzt zum Security Post Korea und gehe an den Automaten. Nochmal. Logisch. Jetzt klappt's, weil ich bin jetzt auf einem anderen Server nämlich. Weißt du? Der Server ist super jetzt hier. Dann sieh zu. Dann sieh zu, dass das hinkriegst.
Ich weiß, dass es klappt. Oh, gejammt. Aber egal, ich flieg da jetzt hin. Du kriegst das. Oh, hier ist noch was. Die Ninetales. Oh, hier ist der Hammerhead. Oh, die zerlege ich jetzt. Hatten wir nicht gerade davon gesprochen? Ja. Aber es ist gar keine Hammerhead. Da steht nur Hammerhead dran, ja. Die hat sich nur als Hammerhead verkleidet. Da scheint ja im Moment Karneval los zu sein im Patch 3.6. Warum? Ja, weil die alle verkleidet sind. Ach so, ja. Nee, es ist eigentlich auch eine Caterpillar. Okay. Ja, aber die ist auch nicht so schlecht, ne? Also da... Boah, die Sounds sind echt mega geil, wa? Ja. Wie gesagt, ich hatte ja letztens schon erzählt, dass selbst bei der kleinen Merlin, ja, also diesem Snapfighter da von der Conny, der Sound von den Waffen, der hat sich sowas von geändert. Das hört sich jetzt richtig super an. Richtig super. Und die Schilde sind übrigens auch jetzt neu, ne, wie man sieht. Also die sind richtig, die ummanteln das Schiff richtig. Ja. Hast du denn auch jetzt ballistische Waffen an der Super Hornet? Ja, müssten Gatlings dran sein, ja. Ja, weil dann schießen die auch gut durch die Schilde durch. Und das ist immer ganz schön, wenn du dann tatsächlich mit zwei dann die Sub-Targets durchscrollst und auf die Engines ziehst, dann kannst du die wirklich auch bewegungsunfähig machen. Oder was heißt bewegungsunfähig? Sondern dass die nicht navigieren können und dann hast du sie sozusagen im Sack. Aber du wolltest ja nach Career. Ja, ich muss den jetzt zerlegen. Das ist auch eine Sache. Man wird so häufig abgelenkt von, ja, von seinem eigentlichen Vorhaben, ja? Also es ist schon nicht mehr schön. Ich muss noch das und das machen. Aber kurz, ich mach kurz noch mal das. Ja, da ist ja noch was. Das muss ich auch noch mal eben kurz. Wie weit bist du mit dem Zerlegen? Die hält was aus. Oh. Vor allem, da ist noch eine Super Hornet, die da drauf ballert, ne? Wahrscheinlich hat die den gleichen Plan wie ich. Der UII helfen. Hat auch einen Crime-Stat. Der hat es wahrscheinlich zugehört. Ja, der hat, glaube ich, auch einen Crime-Stat, übrigens. Ja. Ich baller mal ein paar Raketen los hier. Das ist wie Invert Bounty Hunting. Ah, die neuen Schilde sehen echt geil aus, ne? Die sind richtig, die umschließen richtig das Schiff. Ja, das habe ich auch schon gesehen. An der Caterpillar zum Beispiel. Also ja, genau. Die wird dann vorne schmaler und so. Wooms! Habt ihr sie gekriegt? Jo. Aber Crimestead habe ich trotzdem noch. So, das ist bestimmt ein Spieler hier. Ja, den lasse ich mal in Ruhe. Ich fliege jetzt mal zum Security Post Career. Ja, vielleicht folgt er dir ja. Aber ich glaube, der lässt mich nicht in Ruhe. Was? Nee, der ballert mich ab. Muss ich ihn leider auch abballern. Der hat auf dich geschossen, hat dich getroffen, richtig? Der schießt richtig? Jetzt gerade auf mich, ja, aber ich habe ihn zerlegt. Hat er jetzt davon. Aber der hat einen Vorteil, der hat jetzt keinen Crimestat mehr wahrscheinlich. Kann ich mir nicht vorstellen. Was? Dass er keinen Crimestat mehr hat?
Warum sollte das denn weggehen? So, wo ist denn jetzt Security Post Career hier? Bei Sally. Naja, ich weiß, aber ich finde das immer nicht, wenn ich mich einfach so um meine Achse drehe. Das ist nur, im Moment ist es ein komisches Quadrat nur. Okay, ja, ich bin ja eigentlich schon da gewesen. Ich muss mal gucken. Da ist es. Zack. Nerd. Hallo. Und der hat sich von dir mit der Super Hornet so einfach zerlegen lassen? Ja, ich habe auch eine Super Hornet gehabt. Ja, aber... Okay. Ah, da ist es. Ich sehe es. Jetzt drücken wir alle Daumen. Ich bin gespannt. Ich glaube, es geht. Ich habe einen Lauf. A run. I'm on the run. Ui, die ballert auch auf mich. Warum? Wer ist denn die? Ja, die Station. Aber das war vorhin auch nicht. Siehst du das? Ich sag dir, das ist jetzt besser. Das stimmt. Vorhin hat die nicht geballert. Richtig. Ja, vielleicht hat sie ja tatsächlich Glück, doch. Ich glaube ja. So, wir gehen jetzt da rein, stecken die Karte in den Schlitz und dann ist alles wieder gut. Dann ist der Sitku wieder ein Lieber. Und dann mache ich das nie wieder, versprochen. Lieber guter Weihnachtsmann. So, fahr hoch da. Ich will auch immer artig sein. Oder so ähnlich. So, hoffen, dass wir da jetzt nicht irgendwie... So, Freunde. Das ist ja der letzte Versuch, hier rauf zu gehen auf diese Plattform und nicht zu sterben. Wenn das jetzt passiert, ich verabschiede mich schon mal von euch. Es war schön. Und wenn ich sterbe, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Wenn nicht, dann seht ihr, wie ich gleich mein Crime-Stat wegkriege. Ja. Ja. So, ich bin. Andernfalls zum nächsten Wipe. Genau. Der wahrscheinlich dann jetzt nicht mehr kommt. So, wir sind stolz, euch zu verkünden, es gibt keinen Wipe mehr. So, es wird spannend. Fliege ich raus? Nein, doch! Ah, ich bin rausgeflogen. Ah, ja, jetzt! Ja, Freunde, so, dann macht's gut. Es war schön. Das PTU ist bescheiden, aber es wird besser. Versprochen. Ja, beim nächsten Mal wird alles super. Bis dahin, macht's gut, Pharao. Tschüss. Ja, macht's gut. Ciao.